Morgen, heute ist Montag und es ist jetzt 9:30 Uhr. Ich habe heute keinen Sport gemacht, weil ich es aus Zeitgründen nicht schaffen werde. Ich habe jetzt den ganzen Morgen anderen Kram gemacht. Wäsche, die piepst jetzt gerade, toll. Und aufgeräumt, E-Mails, bla bla bla. Und jetzt werde ich ein Video drehen, deswegen auch dieses Outfit, weil, na, ihr werdet es am Mittwoch auf meinem Hauptkanal sehen. Das stranguliert mich gerade ein bisschen. Und das ist der Plan. Genau, ich werde jetzt ein Video drehen. Ich muss mich so sortieren, weil ich muss so viel machen. Und zwischen 12 und 1 kommt irgendwann die Laura. Und dann fahren wir ins Westfield Center nach Albany. Sie wollte ein bisschen bummeln. Ich muss noch die ein oder andere Sache besorgen. Ihr wisst Bescheid. 3. Dezember und so. Und dann muss ich den Vlog schneiden von gestern, dann den Christmas Pudding machen. Die Wäsche muss zwischendurch aufgehängt werden. Oh, da war noch irgendwas. Ah, ich sollte mir die Sachen aufschreiben. Ich hasse das, wenn man das vergisst. Ja, und deswegen dachte ich mir, ich nehme euch heute einfach mal wieder mit, weil ich euch ja schließlich auch zeigen wollte, wie der Christmas Pudding geht. Und jetzt drehe ich erstmal mein Video. Ich bin fertig mit Drehen. Könnt ihr raten, was es werden soll? Oder werden sollte? Ja, es ist sehr dramatisch geworden, aber Jennifer Lawrence hat krasse Schlupflieder und deswegen sieht man bei ihr nicht so viel wie bei mir. Ja, aber macht nichts, ich finde es eigentlich ganz cool geworden und mit dieser Jacke, ich hätte jetzt gerne noch Pfeil und Bogen, dann könnte man sich es noch ein bisschen besser vorstellen. Es ist so ein Pain, hier Make-up-Videos zu drehen, ich sag's euch. Ich habe nur diesen kleinen Spiegel und den muss ich so in der Hand halten. Und ich sitze ja hier auf diesem, ich sitze immer auf diesem kleinen Hocker und habe meine ganze Schminke hier auf diesem Handtuch auf dem Bett liegen. Und dieses Licht, heute sind wieder so viele Wolken am Himmel. Und ihr seht vielleicht, wie dunkel es hier drin ist. Ich weiß nicht, Kameras kommen auf dieses Licht hier drin nicht so gut klar. Eigentlich ist es ziemlich hell. Ich weiß nicht wirklich, warum es in der Kamera hier drin so dunkel wird. Also jetzt auch in der hier. Merkt ihr es? Erst bin ich ganz nah am Fenster, wenn es heller. Und ja, das war jetzt gerade ein kleiner Krampf. Ich bin jetzt dabei, die Sachen aufzuräumen und hier wieder klar Schiff zu machen. Und das Erste, was ich immer mache, wenn ich ein Video gedreht habe, ist das Thumbnail bearbeiten. Also beziehungsweise nicht immer das Erste, aber das ist ganz oft das Erste, was ich mache. Weil mir das in letzter Zeit sehr, sehr viel Spaß macht, weil ich mit Photoshop viel rumexperimentiere. Und das war richtig cool und deswegen möchte ich das jetzt direkt machen und direkt ausprobieren. Das Videodrehen hat jetzt auch nur eine Stunde gedauert. Das geht ja sogar. Das ist nicht lang. Ich dachte nicht, dass es so schnell geht, aber es ging relativ schnell. Ja, und dann schneide ich vielleicht schon den Vlog. Und, mir ist nämlich eingefallen, was ich noch machen muss. Und zwar kommt ja mein Papa uns hier besuchen in Neuseeland. Und wir wollen auch auf die Südinsel runterfliegen. Und da wollte ich mal noch nach Flügen schauen. Also ich habe schon geguckt, aber ich wollte noch mal genauer gucken und vielleicht auch schon was buchen. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe mich noch gar nicht informiert. Ich weiß nicht, wie das ist mit Inlandsflügen. Wie viele Infos man da braucht hier in Neuseeland. Deswegen, manche Sachen weiß ich von meinem Papa natürlich nicht. Deswegen muss ich mal schauen. Wenn ihr da Erfahrung habt, also falls ihr mal auf der Nordinsel wart und auf die Südinsel runter seid, könnt ihr mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Ich versuche hier gerade geistig aufzuräumen. Weil wir dann auch ein bisschen rumfahren wollen und in diesen Department of... Nee, wie heißt denn jetzt schon wieder? In diesen Dock-Camps auf jeden Fall bleiben wollen wahrscheinlich und wollen uns ein Auto leihen und bla bla bla, alles was man so machen muss. Also falls ihr da irgendwie krasse Tipps habt, dann ab damit in die Kommentare, meine schlauen Kinder. Ich bin einfach so krass arg geschminkt. Aber ich habe jetzt gerade keine Zeit, mich abzuschminken. Ich habe mir gerade Essen warm gemacht, Reste, die wir einfach noch übrig haben. Mein Thumbnail ist noch nicht fertig. Ja, ich zeig's euch nicht, weil es gefällt mir noch nicht. Und jetzt muss ich den Vlog schneiden. Und zwar ganz dringend. Ja, also die Laura kommt irgendwann zwischen jetzt und der nächsten Stunde. Und ich schaue einfach mal, wie weit ich komme mit meinem Vlog. Und dann... Also perfekt wäre es, wenn ich den fertig kriegen würde, bevor wir jetzt einkaufen gehen.
oder bummeln gehen, weil dann könnte ich danach mit dem Christmas Pudding anfangen und nochmal nach Flügen gucken. Ja, ich glaube, das ist das Geschickteste. Und dieses Thumbnail, das kann ich eigentlich auch morgen machen. Schlechte Prioritätensetzung, Marie. Hallo! Boah, wie creepy, dein Arm. Gut. Hast du das, wenn ich so dunkel geschminkt bin? Bin ich ja gar nicht gewohnt. Du siehst ja gar nicht so langläufig. Müssen wir jetzt irgendwie was sagen? Nee, wir machen einfach die Kamera an und reden nicht. Ach so, okay. Gut. Das ist so mein Ding. Ja. Wir sind jetzt gerade in dem Westfield. Und aber eigentlich sind wir jetzt auch schon fertig, oder? Möchtest du noch irgendwo hin? Nein. Jetzt bin Nein. Ich nervös. Das ist aufregend, bei einem Video zu sein. Möchtest du jemanden grüßen? Ja, ich möchte Janine grüßen. Ganz liebe Grüße, durch die wir uns überhaupt kennengelernt haben. Ja, ich glaube, wir fahren jetzt dann bald wieder zurück, weil wir müssen noch Hausfrauen-Dinge erledigen, du einkaufen gehen und ich muss einen Christmas Pudding machen. Ja, ich muss vor allem die Hausfrauen-Sachen erledigen. Ja. Ich habe 3 Männer, um die ich mich kümmern muss. Ich bin wieder zu Hause und die Laura ist auch nicht mehr da. Die musste jetzt ja noch, wie gesagt, einkaufen gehen. Und ja, ist immer sehr, sehr witzig mit ihr, weil sie eine richtig süße ist. Habt ihr vielleicht gerade schon gesehen. Und ich freue mich so sehr drauf, mich jetzt abzuschminken. Ich fühle mich so... Ich bin es nicht mehr gewohnt, so Schminke im Gesicht zu haben. Und ich will die ganze Zeit drüber wischen. Und ich finde, ich sehe alt aus. Und ja, es ist alles nicht ganz so der Bringer. Ich habe was gefunden. Also ich habe schon das Hauptgeschenk für den Alex, aber ich wollte noch was dazu und das habe ich jetzt besorgt. Und der Rest ist so... Nein, ich sage nichts zu ihr, werdet es dann schon mitbekommen. Genau, so, das habe ich gemacht. Und ich habe mir gerade was gekauft. Ihr seht hier diese ganzen Swatches auf meinen Händen. Und ich kann es jetzt mit einer Hand schlecht demonstrieren, aber wenn man da drüber wischt... geht nichts weg. Jetzt habe ich es wahrscheinlich am Kinn hängen, ne? Also, weil ich habe es schon ein bisschen mit Labello versucht wegzumachen. Aber mit so Spucke und Reiben geht nichts weg von diesen Farben. Und die trocknen matt und ich fand die richtig cool. Und ich habe mir da jetzt eine sehr verrückte Farbe gekauft. Und zwar diese da. Ich weiß nicht, was es bei mir gerade mit Lila ist, aber ich finde das richtig cool. Vielleicht nur mit Wimperntusche oder so. Und wenn das hält, dann finde ich das halt bombastisch gut. Und dann habe ich mir da außerdem noch eine Manuka Honey Face Mask gekauft. Die riecht so gut. Und ja, deswegen wollte ich die auch mal gerne ausprobieren. Das war der kleine Haul. Jetzt ist die Tüte leer. Und ich gehe mich jetzt abschminken. Und dann fange ich schon mal an, den Christmas Pudding zu machen. Weil jetzt ist auch schon 20 vor 5, sprich der Alex fährt jetzt dann gleich los. Und ja, das war sein Zeichen, dass er jetzt losfährt. Genau, und da möchte ich wenigstens schon ein bisschen am Machen sein. So, ich eröffne jetzt die Backstube. Also ich zeige euch jetzt einfach mal kurz, was man alles braucht. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Schritt filmen, aber ich werde euch dann immer zwischendurch kurz erklären, was ich mache. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob das was wird. Das ist das erste Mal, dass ich Christmas Pudding mache. Und ja, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen kreative Freiheit hier dabei, weil ich bei manchen Sachen nicht weiß, okay, stimmt das so? Keine Ahnung. Wir haben außerdem keinen Messbecher. Wir haben eine große Schüssel. Und ja, ich habe eine Küchenwaage. Und das wird jetzt so irgendwie funktionieren. So, meine Grandma hat mir hier, also meine englische Oma hat mir ein Rezept geschickt. Und man braucht Brotkrumen, irgendwie 1 Pfund, glaube ich. Also das muss ich dann halt alles abmessen. Man braucht Self-Raising Flour, man braucht 2 Eier. Es kommen eigentlich Sultaninen und Rosinen rein, aber es gab keine Rosinen, deswegen haben wir nur Sultaninen. Currants, was sind das? Johannisbeeren, ne? Dann braucht man dieses Mixed Peel, also das heißt auf Deutsch Orangeat oder so in der Art, glaube ich. Auf jeden Fall ist das so klein gehacktes
Orangen- und Zitronenzeug, wobei ich glaube, das ist jetzt nur Orange. I don't know. Dann haben wir hier außerdem Mixed Spice Gewürz. Das ist so eine Mischung aus Korianderzimt. Bla bla bla, verschiedene Sachen. Hier seht ihr es. Dann braucht man außerdem so Flaked Almonds. Äpfel, die werden geschält und ganz, ganz klein geschnitten. Den Saft von einer halben Orange, von einer halben Zitrone. Ein bisschen Ingwer. Dann braucht man ganz feinen, also so diesen weichen braunen Zucker. Nicht diesen groben, sondern diesen, der so ein bisschen wie Mehl ist. Brandy. Das ist, wie heißt das jetzt schon wieder auf Deutsch? Suet. Ich glaube, das ist sowas, also eigentlich so komisches Talgzeugs. Und man mischt erst die ganzen flüssigen Zutaten zusammen in einer Schüssel und in der anderen die ganzen pulverigen oder trockenen Zutaten. Und dann gibt man die flüssigen dazu und man knetet das mit den Händen. Und dann muss man noch Old Ale oder Dark Beer dazugeben, damit das Ganze so ein bisschen mashiger wird. Und dann deckt man es zu und stellt es in den Kühlschrank, lässt es über Nacht ziehen und am nächsten Tag muss man es dann für 6 Stunden im Wasserdampfbad kochen. Also in dieser speziellen Form. Hier steht sie, diese graue, die ich neulich mal gekauft habe. Und ja, ich würde sagen, let the abmessen beginnen and the munchen and the baking. Jetzt 4 Ounces soft brown sugar. So Schatz, was tust du hier? Ich backe. Und das muss später hier alles rein. Wir wissen noch nicht wie, aber wir werden es hinbekommen. Oh Gott. Du redest wie so ein Waschweib in der Küche. So, mir kocht jetzt. Ich kann so gar nicht reden. Gut. Gott sei Dank. Gut. Weißt du, was eine Schande ist? Was? Dass wir keine Schere haben. Dass das unsere Schere ist. Das ist unsere Haushaltsschere. Hallo, ich bin übrigens auch wieder da. Hallo! Hallo! Au! Entschuldigung, es hat richtig weh getan, gell? Ja, ja. Das ist ein Scheiß, Schatz. Ich wünsche mir zu Weihnachten eine Schere. Echt? Nein. Das wird mit Abstand der aufwendigste Nachtisch, den ich jemals gemacht habe. Es hat so ewig gedauert, diese trockenen Zutaten da irgendwie abzuwiegen und da reinzufüllen. Und das ist so viel. Ich kann das fast nicht halten. Das ist so viel. Ich muss das jetzt mit den Händen ein bisschen durchmischen, damit das durchmischt ist. Hier habe ich die flüssigen Zutaten gemixt. Und dann tut man das dazu und dann knetet man es. Und dann muss eben das Bier noch dazu. Und das kommt dann jetzt. Der Alex ist jetzt noch eine Runde joggen gegangen. Aber ich bin zu langsam. Ich bin nicht sein Tempo und deswegen wollte ich jetzt nicht mitgehen und dachte mir, ich mache jetzt lieber hier den Pudding fertig. Und dann muss das alles in diese kleine Form. Also die ist zwar 2 Liter groß, aber das sind mehr als 2 Liter. Naja, vielleicht wird es ein festerer Bollen. Wir werden es ja sehen. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich habe ein bisschen Angst, aber naja, ist der erste Versuch und deswegen verzeihen wir mal alles. Okay, also ich habe jetzt ungefähr so viel von dem Bier rein. Seht ihr, wo es ist? Und es sieht widerlich aus, weil ich habe es mit Teighänden anfassen müssen. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt genug ist oder nicht. Deswegen habe ich jetzt gerade meiner Oma ein Bild geschickt, um sie zu fragen, ob das nass genug ist. Weil sie meinte, der soll schon so einigermaßen nass sein. Also der sieht natürlich jetzt nicht richtig nass aus, aber ich weiß nicht, ob der noch... Muss der flüssiger sein? Muss der mehr so schwimmen? Ich weiß es nicht. Naja, ich hoffe, dass sie bald aufwacht und mir sagen kann, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder ob da noch ein bisschen mehr rein muss. Da dachte ich mir, so lange räume ich jetzt einfach mal die Küche auf, weil es sieht echt richtig gut aus. Das ist nämlich eins der Dinge, was meine Mami mir beigebracht hat. Immer direkt währenddessen aufräumen. Dann hat man nachher viel weniger Arbeit. Seht ihr? Liegt nur noch ein Brettchen und 2 Messer da. Alles ganz easy peasy. So, der Alex rührt jetzt mit dem Holzlöffel seinen Wunsch in den Christmas Pudding. Gell? Ja, ich muss gerade mit Rippen rein. Okay. Darf ich? Ja. Nicht fallen lassen, gell?
fertig? Ja. Kurzer Einschub vom nächsten Tag, bevor dieser Vlog von heute weitergeht sozusagen. Ich habe den Christmas Pudding jetzt über Nacht im Kühlschrank stehen lassen, beziehungsweise diese Teigmischung. So sieht das aus. Und jetzt werde ich die Mischung, beziehungsweise einen Teil davon, weil das ist viel zu viel, in die Christmas Pudding Form füllen. Ungefähr 2 cm unter den Rand, weil das dann noch ein bisschen aufgehen wird. Zumindest hat man mir das so gesagt. Dann kommt der Deckel drauf und dann kommt das Ganze in einen Topf. Den Topf fülle ich mit Wasser, ungefähr 2 cm unter den Rand von der Schüssel, dass die so im Wasser steht. Und dann mache ich den Herd an und lasse das Ganze kochen. Und der Pudding muss dann 6 Stunden in diesem Wasser drin stehen. Also 6 Stunden reicht. In dem Rezept steht 10 Stunden, aber 6 Stunden reicht, hat laut meiner Oma. Und dann lässt man ihn abkühlen und dann stellt man ihn in den Kühlschrank. Und bevor man ihn an Weihnachten dann isst, muss man ihn nochmal so eine halbe Stunde bis Stunde ins Wasserbad stellen, damit er erwärmt wird. Und dann kann man ihn essen. Das werdet ihr dann an Weihnachten sehen. Aber ja, soweit jetzt mal das Update noch kurz, damit ihr wisst. Ich habe es zwar schon gesagt, aber ich dachte mir, ich sag's euch nochmal. Yay! Und das ist noch alles übrig. Und da ist der Pudding jetzt drin. Und da brennt die Flamme. Tja. Wir haben leider vergessen zu vloggen. Wir haben vergessen, dass wir heute vloggen, weil eigentlich wir ja unter der Woche jetzt in letzter Zeit nicht gevloggt haben. Müssen wir noch ein bisschen üben, wenn wir Vlogzember machen wollen. Oh, stimmt. Ja, wenn wir das mal gemacht haben, dann geht's ja. zum Essen gab es bei uns heute Artischocken. Richtig lecker. Und dazu hat der Alex einen richtig leckeren Knoblauchdip gemacht. Das war sehr gut. Und dann gab es noch Lebkuchen und Tee und Chilare. Und jetzt gehen wir ins Bett, weil jetzt ist auch schon wieder 20:11 Uhr. Ne? Geht der noch? Geht noch. Aber Oma und Opa Snoop Around müssen jetzt ins Bett gehen. Was? Oma und Opa. Oma Snoop Around, Opa Snoop Around. Ah. Okay. Ich verstehe. Ich verstand's. Okay. Oh je. Dann gute Nacht. Gute Nacht.